So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RETV2 mit dem guten Biber Butzmann. Hallo. Mit dem guten Trivolo. Guten Tag. Und dem Crazy, der bei uns auf dem Server, aber nicht im Teamspeak ist. Na gut. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei der Pumpe. Die Pumpe läuft ja jetzt schon und jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Punkt Nummer 1, wir haben uns gerade eben in der Rolling Machine ein paar von den Iron Plates gemacht. Die haben wir jetzt hier schon auf Tasche. Dann habe ich hier gerade eben noch ein paar Enriched Alloys gemacht, weil ich mir nämlich nochmal die tollen Boots bauen wollte. A lot of soul. Ob ich das jetzt noch so auf die Schnelle hinkriege, die den Fallschaden quasi reduzieren. Na, wenn ich Redstone dabei hätte, wäre das natürlich besser. Brauche ich noch irgendwas von hier? Nein, Schaltkreise haben wir drüben. Na, da reichen mir natürlich wieder mal nicht die. Oder? Reichen die mir? Nö, reichen nicht. Ja, das ist blöd. Ja gut. Dann kriegen wir es nur zur Hälfte hin, die Boots, ist auch egal. Dann lassen wir es erstmal links liegen. Okay, also. Kannst du aber deinen Hängkleider einpacken. Wenn ich noch wüsste, wo er liegt. Irgendwo hier in einer der Kisten. Deswegen haben wir auch das Lagerhaus gebaut, ne? Hast du nicht irgendeinen Beutel in der Tasche? Ich habe einen Beutel in der Tasche. Einen. Irgendwo, hier. Und in dem ist kein Hängkleider drin. Der kann wohl auch theoretisch irgendwo unterwegs mal verloren gegangen sein. Was mich wundert, aber mag durchaus sein. Na gut, ich baue jetzt erstmal das Tank-Card. Oh, drei Stück. Genau, drei? So viel Eisenplatten habe ich jetzt nicht einstecken. Und da gehen tatsächlich... Wofür brauchst du denn? Ja, wir haben genug Cards hier. Ja, Cards habe ich. Aber für den Tank-Card brauche ich einen Tank. Und der Tank ist nämlich Iron Tank Gauge von Railcraft. Und für den Railcraft-Tank brauche ich Iron Plates und Glass Panes. Hier sind noch Eisenheads. Die funktionieren bei dem Rezept nicht. Die funktionieren leider. Craftet der nicht? Nein, tut er nicht. Der Depp. Das ist das, was ich mit ihm schon mal diskutiert habe über einen GitHub-Issue. Bloß das wollte er. Da kam dann der Hinweis zu: ist mir doch egal, nimm doch meinen Tweaker. Okay, ja, aber, vielleicht bauen wir die mal ein. Ja, gut, ist auch egal. Wir kriegen ja zum Glück gleich 8 Iron Tank Gauges raus. Das habe ich nämlich völlig vergessen, dass es gleich mehr werden. Wie viel wolltest du haben? 3 Stück? 3 Stück. Drei Stück, da machen wir gleich 3 Stück. Das kann ich ja glatt im Inventory craften. So, da haben wir nämlich einen, 2, 3. Und die Iron Tank Gauges, die können wir hier irgendwo in eine Kiste, die werden wir mal. Ach du Scheiße, haben wir viel Müll. Ja. Jo. Natürlich müssen wir auch irgendwie die Flüssigkeit in den Tankcard reinkriegen. So. Und dafür bietet uns Railcraft, wenn ich mich recht entsinne, einen Liquid Loader, heißt der, glaube ich. Genau. Liquid Loader. Glas, Hopper und ein Detektor Tank. Der Detektor Tank besteht aus Bricks und einer Pressure Plate. Okay, Bricks haben wir aber, glaube ich, mittlerweile da, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwo hier, genau. Bricks und dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. So. Und damit müssen wir doch den eigentlich. Komm, mach. Ja, ich sehe es. Leckt hier wieder rum bei mir. Dann machen wir zuerst die Pressure Plate. Eine. So. Und dann machen wir uns den Detektor Tank. Einen. Und dann brauchen wir noch. Ah, einen Hopper. Aber den Hopper. Ah, den Hopper können wir natürlich so bauen. Das ist natürlich cool. Den Hopper, das ist wunderbar. Brauchen wir bloß ein bisschen. Haben wir noch eine Kiste da drin? Holzkiste? Nein. Null. Nehmen wir uns halt mal das Deckelchen Holz. So, das machen wir jetzt mal hier.
uns eine Kiste raus. Zack. Und dann den Hopper. Gut. Hierhin die Kiste. Dann kommen hier die Platten und oben die Wrench. Und raus kommt ein Hopper. Sehr schön. Haben wir schon den Hopper. Und der. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Machen wir gleich hier. So, ein Liquid Loader. Brauchen wir dazu noch was? Ich würde sagen, ein bisschen Pipe oder sowas. Hm? So Liquiducts irgendwie in der Richtung vielleicht. Musst du den bauen. Haben wir keine, ja, da? Brauchen wir. Okay. Und hätte ich was... keine gesehen. Okay. Und ich hätte theoretisch gesagt, einen Servo sollten wir vielleicht auch nochmal mitnehmen, der Vorsicht halber. Ja. Na komm, liebes Dukt. Hier. Liquidukt. Da, Fluidukt. Fluidukt heißt natürlich Kupfer und Blei. Kupfer und Blei. Kupfer. Kupfer. Hier. Habe ich nicht mehr im Inventar. Gut. Und Blei. 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 Haben wir Blei da? Bin ehrlich gesagt. Dritte Stelle. Dritte Stelle. Ah ja. Gut. Reichen uns 16? Ich hätte gesagt 16 reichen, oder? Ja, kann knapp werden. Na gut, dann machen wir. Dann machen wir halt 32, wenn du das meinst. Wenn du das so meinst, dann machen wir 32. Ist auch kein Thema. So, dann kommt hier und hier und dann hier. So, die stecken wir auf Tasche. Wo haben wir es jetzt hingesteckt? Da, 24 sind es geworden. Gut. Und dann brauchen wir noch den Servo. Servo. Hier. Eisen, Redstone, Eisen, Glas. Eisen, Redstone haben wir nicht. So. Servo, zack. Pneumatik, Servo. Haben wir auch. Den haben wir dabei. Liquid Loader haben wir dabei. Hast du noch ein paar Schienen einstecken, dass wir das testen können fort? Brauchen wir nicht noch eine Detektor-Rail in irgendeiner Form? Für das Redstone-Signal? Oder zum Boarding-Track oder irgendwas in der Richtung? Sonst müsste das Ding, glaube ich... Nein. Nein? Du brauchst einen Track, aber den können wir gar nicht bauen. Wieso können wir den nicht bauen? Wie heißt der denn? Das ist ein Train-Holding-Track, glaube ich. Train Holding Track? Ja, warte mal. Ah, ne, die brauchst du nicht. Braucht man nicht. Weil die muss ja den kompletten Zug halten. Das ist eine Train Lockdown Track. Okay. Muss den Zug vorne halten. Mhm. Wobei ich gesagt hätte, es wäre ganz sinnvoll, dass es eine Holding Track wäre. Oder irgendwas in der Richtung, weil der Block, weil, wobei, weißt du was, das gucken wir uns einfach mal vor Ort an, hätte ich gesagt, ha? Weil ich habe jetzt die Karts, du hast ein paar Gleise, ich habe den Liquid Loader, Tanks haben wir vor Crowbar, Ort. Crowbar, oder wie das Ding heißt. Die Crowbar, das wäre natürlich auch... Hier ist noch einer drin. Dann nimm mal mit. Nimm doch mal die Crowbar mit. Haben wir hier noch irgendwas anderes Sinnvolles, was wir brauchen könnten? Bilderspawn? Nein, brauchen wir nicht. Nein. Nein. Eimer habe ich noch ein paar dabei. Ja, ich würde sagen, das reicht. Ja. Nicht wieder das Pferd einpacken. So, dem Pferd jagen wir hinten mal eine Pipe rein. Dann nach Norden. Den Gleisen folgen, nehme ich an. Ja. Das ist schön, da kann man endlich mal laufen. Ja, aber in der Mitte hättest du mal ein bisschen schöner machen können. So wenig Schienen.
Kommt noch alles. So, dann hier den Berg rauf. Irgendwie den Berg rauf kämpfen. Genau. Weiß ja jetzt, wo es hingeht. Genau, jetzt habe ich einen Weg. Quasi einmal rundherum um den Berg, hier irgendwie ein bisschen hoch, wenn möglich. Nicht in die Höhle rein, du Gaul. Komm. Na, da magst du ihn bitte nicht rauf. Da war da. Gut, dann gehen wir darauf. Mir recht. Na komm, darauf. So. Könnten wir doch glatt hier durch die Höhle durchreiten. Sieht interessant aus. Aua, Kopf, aua, aua, aua. So. Den Rest des Weges wirst du mich nicht begleiten, außer in meinem Netz. Tschack. So. Aua. So. Dadurch. Da knurrt mich was an. Hier ist ein Zombie. Das kann durchaus sein. So. Iron Ingot und ein goldenes Helmet hat er fallen lassen. Ui. Das ist aber cool. Hat er das auch gern getan? Oder musste er leiden? Nee, nee, kurz und schmerzlos. Okay, das ist gut. Oh, Spinne. So, gib mir deinen Faden. Mal kurz auf die Minimap gucken, ob ich hier noch richtig bin. Na, ein bisschen zu weit im Süden gelandet. Na gut. Mit dem Chatpack muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen. Ist noch nicht ganz so. Aber da konnte man noch irgendwie den Modus umschalten. Da steht Mode Regular. Ich weiß nicht, was man damit noch umstellen könnte. Kannst auf Hover umschalten und auf Deactivate. Okay. Wahrscheinlich habe ich die Taste nicht belegt. Ja, doch, ist M, aber die ist Tusch. IC2 und alles andere noch belegt. Warum auch immer. Ja, durch die Minimap. Hm. So. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Hier hast du doch schon. Okay. Aber der Liquid Loader muss ja ein Stockwerk höher. Jetzt haben wir hier aber in Reihe. Oder mal keinen Erdblock einstecken. So. Da ist der Weg. Und das ist das Ziel. So, und der Liquid Loader. Über die Schienen. Hier, über die Schienen. Nein. Über die Schienen. Über die Schienen. Kann ich das Ding so abbauen? Ich glaube schon. Über die Schienen. Womit bauen wir denn uns da den Weg hoch? Ja, ich habe nicht einmal was einstecken. Hast du was einstecken zum Hochbauen? Halt, Rucksack. Kannst einfach auf die Rail klicken. Einfach auf die Rail klicken? Ach so. Also ich hätte gerne ja, noch einen Block gehabt, aber egal. Gut. Okay, dann haben wir das und dann müssen wir quasi von da vorne. Ja, aber ich kann ja gar nicht oben auf den Tank, kann ich das ja gar nicht draufsetzen, ne? Der schiebt doch gar nicht nach oben raus, oder? Ja, aber du kannst ja, du hast doch einen Server eingepackt. Ja, okay. Gut. Du, hinter dir ist da noch so ein Zombie. Können auch mal gerade schlafen. Schlafen gehen? Okay. Wenn ich danach nicht in der Lava lande, ist mir das alles recht. Gut. Okay. Da ist auch mein Schlaf. Gut. Dann packen wir den von oben ran, hätte ich gesagt. Sieht am schönsten aus. So. Wenn ich rückwärts gehe, müsste ich an der Pumpe landen. Ich sag dir, wenn du reinplumpst. Okay. Jetzt noch ein Stückchen beiseite, vorsichtig.
Klick, klick. So. Und jetzt müssten wir eigentlich den Tank hier doch auf Output stellen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, der gibt nur nach unten aus. Du musst wirklich das Servo. Okay, dann nehmen wir den Servo. Da hast du recht. Der gibt tatsächlich nur schwerkraftmäßig nach unten aus. Aber das ist kein Problem. Jetzt müsste eigentlich drüben was ankommen. Theoretisch. Und praktisch sehen wir hier Lava reinfließen. 32.000 Millibuckets oder auch 32 Buckets. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Pumpe kommt ganz gut hinterher. Ja, voll ist es. Was nur ein Liquid Loader, oder? Ja. Weil mein Gedanke dabei war eigentlich, dass wir das Ding hier einfach so drunter schieben, dass er dann gehalten wird, bis er voll ist. Und dann weiterfährt und dann der nächste Kart kommt und dann der vollgeladen wird. So war mein Gedanke. Und deswegen drunter auch, ich glaube, das war eine Boarding Track. Ja, aber das ist ja mit Zügen was so einfach. Ich mag Züge. Ich wollte nicht. Ach, deswegen machen wir es ja. Genau. Zügen, hast du mal die anderen Cards? Stell die auch mal hin. Und nicht abstürzen hier. Alles gefährlich. So. So, hast du. Krober hast, müsstest du in da jetzt die mal. Krober, ja. Also Shift auf 2 draufklicken. Link started, link created. So. Link started, link created. Jetzt sind sie zusammen. So, und jetzt kommt hier vor noch Tankloader Card und die Lokomotive. Und Lokomotive dann immer ein Stückchen weiterfahren lassen. Das habe ich im Singleplayer ausprobiert. Das ist machbar, aber schön ist das nicht. Ja, weil das manchmal erkennt die das nicht, wenn der Zug zu schnell fährt, dass dann da das nächste Kart schon angekommen ist. Deswegen ist es besser, du packst 3 Liquid Loader. Nebeneinander dann quasi. Gut. Ja, du musst. Momentchen. Momentchen, sagt er. Okay. Er meint im Endeffekt hier einen und hier einen und dann werden die relativ schnell geladen. Der hier ist schon voll. Der hier wird gerade geladen. Und die Pumpe kommt problemlos hinterher. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, und dann schauen wir uns nochmal den Chunk Loader Card an. Chunk. Das ist natürlich jetzt wieder. Card. Gucken wir mal nach Card. Was haben wir denn bei Card? Track Relay, Undercard. Irgendwo war doch hier sowas. Enter Card, so heißt er. Das ist also eine Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit, mit Steve's Cards noch eine zu machen. Wäre auch eine Variante, die man angehen könnte, weil bei Steve's Cards gab es einen Chunk Loader, den ich natürlich jetzt partout nicht finden möchte. Kann, tue, wie auch immer. Nein, das ist alles hier nicht richtig. Ja, da bin ich wieder. Jo. Wolltest du einen Chunk Loader Card à la Railcraft machen? Oder wolltest du einen Chunk Loader Card machen mit Steve's Cards, was ja auch geht? Ja, aber ich wollte den von Railcraft nehmen. Okay, also quasi diesen Anchor Card. Genau, das Anchor Card und davor dann den Zug und der Zug wird dann der Track Holding, wie heißt das? Lockdown. Festgehalten. Lockdown sehe ich jetzt gerade nicht, aber mag doch sein. Train Lockdown heißt die. Weil Train Lockdown, damit wird auch der Zug drosselt, sage ich jetzt mal, dann verbraucht der viel Kohle und Wasser und so. Ah, okay, so wird es geschrieben. Ja, wenn dann alle drei fertig mit Laden sind, dann muss man natürlich über ein Endgate koppeln. Also hier im Liquid Loader kannst du ja
Forceful? Ja, zum einen kannst du da filterst, kannst du sagen, was für Cards der beladen soll. Ja, Forceful halt heißt halt, dass er ein Redstone-Signal rausgibt, wenn das Card komplett voll ist. Genau. Immediate, ja, sobald er nichts mehr zu pumpen hat. Genau. Und Manual Und manuell niemals. dann gibt gar nichts aus. Genau. Und ja, wir stellen das dann auf. Kannst auch Man kann es auch auf Hold Empty Cards, dann gibt er ein Redstone-Signal aus, solange die Cards leer sind. Ja, leer sind sie dann nicht mehr. Sobald sie was drin haben, sind sie nicht mehr leer. ja, wir machen Force voll, weil er Forceful. soll die ja vollladen. Und dann verknüpfen wir die drei mit einem Endgate. Und sobald alle drei voll sind, lässt er den Zug dann weiterfahren. Und du möchtest das dann quasi so haben, ne? Ja, du musst aber zwei nach vorne und nach hinten. Zwei nach vorne und nach hinten. Ja, das Okay. sind so anderthalb Blocks lang ungefähr. Naja, nicht ganz. Aber mit dann kommt das hin. Okay. So und so. Und Sieht beim Hintern komisch aus. Aber der ja, Zug das ist steht ja ein das der Stückchen vor. vordere. Genau. Ja, das ist auch eher so, wenn das im Okay. fertigen Zustand. Gut. Aber die können das trotzdem laden. Berühren sich halt nur ein bisschen, aber sieht zwar komisch aus, aber Es das funktioniert. passt so. Okay. Ja. Also gut. Dann. An der Stelle würde ich mal sagen, machen wir mal wieder einen Cut, Break, Stopp, wie auch immer. Sehen uns dann Ja. in der nächsten Folge. Weiß nicht, ob wir jetzt hiermit dann gleich weitermachen oder mit was anderem. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Schienen bauen lassen. Das dauert noch einen Ja, kleinen das auf Moment. alle Fälle. Und da haben wir nicht die Materialien für. Genau. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich sagen, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.